Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy XHD Remastered mit mir, dem Shadowx. Okay, dann machen wir mal weiter. Dies ist mein Dank an das Medium, bitte nehmt es an. Hi Potion halten. So, hier auf der Mierenstraße können wir ganz locker easy einfach irgendwelche Leute ansprechen. Die geben uns dann immer irgendwelche schönen Items. Das ist wunderbar, das ist wunderschön, ja, ich weiß. Genau. So, spazieren wir aber mal hier rum und darum und gucken, ob wir hier irgendwo Schätze finden. Was es hier noch gibt, sind schöne Gegner, aber ich glaube, das Lustige ist, hier gibt es keine Encounter, bis wir nicht hierhin so zu einer Stelle gelaufen sind. Und zwar genau hier, wo Titus gleich stehen bleiben wird. Einfach so. Oder auch nicht. Ja, das war pass. Irgendwo hier kommt der Moment. Egal, wir sprechen erstmal mit dem Charakter hier. This is a statue of Lord Meehan. 8 centuries ago, he founded a legion known today as the Crusaders. In just a few short years after their founding, their ranks grew throughout Spira. The Maesters of Yavin feared an uprising and accused them of rebellion. So Lord Meehan walked along this very road to go face their charges and refute them. He succeeded in winning the Maesters' trust, and his legion became an arm of the Yavin clergy. It was then that Yavin gave them the name Crusaders, which they have kept ever since. And the rest is history. And the rest is history. Mierenstatue soll die Bürgerwehr bla gegründet haben. Ah, okay, alles klar. So, da habt ihr es gesehen. Titus ist einfach stehen geblieben. Hier kommt nämlich jetzt ein Tutorial, bitte, erstmal wieder. Genauso wie bei der Insel von Bisade müssen wir jetzt einmal mal angreifen und bemerken, oh, der Panzer ist echt hart. So, mit Orin hauen wir da mal drauf und dann macht's und der Gegner ist tot. So, das Ding ist eigentlich, das liegt nicht daran, dass Orin so der harte Typ ist. Ich wollte eigentlich sagen, harter Banger, aber okay. Es liegt nicht daran, dass Orin einfach hier der Überpro ist. Es liegt eigentlich mehr daran, was Orin gerade für eine Waffe trägt. Und das ist halt eine Waffe mit Durchschlag. Und die hat zum Beispiel auch Kimari. Also, es ist nichts Besonderes, was da Orin geleistet hat. Im Prinzip, rein prinzipiell. So. Von nun an gibt es aber zum Glück hier auch Random Battles. Bitte benutzt dies, werte Garde. Antidot, 2 Stück. Hier kann man nämlich wunderbar trainieren, jetzt in der Mierenstraße. Die Gegner, die haben eine angemessene Anzahl an AP, machen boah, mittelmäßigen Damage und bringen aber genug AP dafür. So, Yuna. Will ich was mit Yuna? Also wir können ja mal was versuchen, ja. Wir beschwören hier nochmal Ifrit. So, für diesen Kampf wird jetzt wahrscheinlich nur Yuna dann also XP kriegen, aber es ist auch gar nicht so tragisch. So, bap, bap, bap. Teilchen weiß, hier, zack, wusch. Und du bist platt. Autsch. So, wir sollten aber auch wirklich aufpassen, ne? Also, wir machen schon ein bisschen Damage, die Gegner hier. So, als Bestia, lasst mich nicht lügen, macht man generell immer, mit jedem Schlag, den man macht, man hat immer Durchschlag. Lasst mich nicht lügen, dass es so ist. Ich weiß es nicht. Später ist es auf jeden Fall so. So, aber wenn ich jetzt einfach mal so angreife mit Ifrit, merke ich, ja, wir haben automatisch mit jedem Angriff, den wir machen als Bestia, haben wir immer Durchschlag. So, und für gewöhnlich auch durchschauen, so. Ja, wobei, das muss nicht unbedingt sein. So, mit Titus können wir einen Weg einmal nach vorne gehen kurz. So, das ist schön. Blöd, dass ich mich nach unten bewegt habe oder auch nicht. Moment. Wo ist ein Walker gerade? Walker? Du gehst welchen Weg jetzt genau? Du wolltest jetzt hier nach oben gehen, ne? Zwangsläufig kommst du ja dann hier bei mir vorbei, wenn ich mich nicht täusche, oder? Genau, und Kimari kommt ja den gleichen Weg. Wir treffen uns also hier gleich irgendwann, ne? Okay, weil wir ja hier, weil die anderen ja dann eh dran hier vorbeigehen, mache ich schon mal so. Angriffskraft, so. Setzen wir einfach mal hier hin. Den haben wir ja für das gewonnene Turnier bekommen. So. Und jetzt, keine Ahnung, können wir theoretisch das machen, worauf wir Bock haben. Ah. Wir haben keine Abilities für ihn. Das ist natürlich blöd. So können wir schlecht Fertigkeiten lernen. Naja, nicht schlimm.
Do you know what those ruins are from? Some old city? Correct. A city most ancient. A terrible testament to sin's power. I tremble every time I see them. Compared to sin, humans are mere mud puppies. But I believe humans are the only ones capable of defeating sin. A good reply. I am relieved to hear you say that, Milady Summoner. Oh? Where are my manners? I am matron, a scholar, at your service, Milady. I am on a journey, studying the history of our world, Spira, seeking its stories and secrets. My travels have taken me to many places, and I am troubled by what I have seen. Fragile smiles on people's faces, crumbling at the mere mention of sin. They are counting on you, Milady. Give them a reason to rejoice once more. I will. Gut, warte mal, labert er uns zufällig hier oben auch nochmal fett? Bin mir nicht sicher, wenn wir dich hier nochmal ansprechen. Ah, Lady Eunice Guardian. Ah, Moment, eine ehrenvolle Aufgabe. Ja, in der Tat. So, hier hatten wir was in Albert-Schriftzeichen, aber das konnten wir jetzt auch noch nicht so ganz identifizieren. So, schauen wir mal, ob wir hier irgendwas finden. Eventuell sind hier Schätze. Ich glaube, ein Lexikon wird sich hier nicht verbergen. Verbirgt sich hier nicht, wollte ich eigentlich sagen, aber gut. Gut, laufen wir mal weiter. So. Und wir haben einen weiteren Random Battle. So, dann wollen wir mal Attacke machen hier auf dem Dingo. Zack. So, wir machen kranken Schaden. 562, habt ihr das gesehen? Wir machen überkranken Schaden. So, ist ganz nett. So, jetzt holen wir mal Lulu rein. So, Lulu, du machst einfach mal hier Feuer. So, ist vernichtend. Ja, ja, ist klar auch, ey. Lulu hat so eine krasse Magieanzahl. So eine krasse Höhe an Magie, ey. Ja, natürlich macht sie alles platt. So, wir brauchen hier aber allerdings auch Abilities für ihn. So. Ah, wieder eine Cutscene. Heieiei, hier hört's nicht auf. Lady Summoner, I presume. Yes, I am Yuna. I am Lucille, Captain of the Jose Chocobo Knights. And I'm Alma. We've been charged to guard the high road. There have been reports of a large fiend appearing in this area with a taste for chocobos. Do take care, Summoner Yuna, if you are to rent any chocobos. Thank you. We will be careful. Good. We should get back to our rounds. Farewell. Our prayers are with you. A large fiend? Hmm. Let's go get him! Why? It's the right thing to do. It's the right thing to do. What'd I say now? Jekt said that a lot too. And every time he said it, it meant trouble for Braska and me. Vielleicht doch. Wie der Vater, so der Sohn, ha? Huh? Oh, eine Garde. Hiermit könnt ihr das Medium besser beschützen. So, Stichlanze. So, hier haben wir gleich quasi ein Bestia-Battle gegen diese eine Frau, die da steht. Ich würde sagen, wir peppeln Yuna erstmal noch ein bisschen auf, bevor wir weitermachen. So, machen die Gegner hier platt. So. Dann können wir das Ding hier auch platt machen da oben. So, und dann wähle ich einfach mal das Verfahren aber nochmal Yuna aus. So, so, Falfaris haben wir. So, bei Falfaris haben wir keine Ekstase-Leiste, okay. So, das Ding ist, wir werden gleich gegen Ifrit antreten müssen. Als Falfaris. Daher sollten wir schon, bevor der Kampf hier beginnt, unsere Ekstase-Leiste am besten füllen. Dann haben wir es gleich einfach mal ein bisschen einfacher. So. Bei dem Gegner ist es eigentlich lustig. Wir haben hier im Prinzip nichts zu füllen, weil der Gegner, der kann uns nicht angreifen. Der kann uns nicht erreichen. Der kann Falfaris nicht angreifen. Naja.
Wir sollten einen weiteren Versuch starten, um unsere Leiste hier zu füllen. Und wenn man hier so mal guckt, wie viel XP man hier kriegt, dann ist das schon wirklich genius. Und das Geile ist ja, wenn man jetzt hier trainiert und stärker wird, macht man ja vernichtende Treffer. Und wenn man vernichtende Treffer macht, dann bekommt man noch mehr XP von den Gegnern. Das ist einfach nur krass. Oha. Der Gegner, der ist schon ein bisschen tricky, ja? Wie machen wir das am besten? Ich hab einen Blindhieb? Mit Yuna? Not bad. Wir müssen ja nicht unbedingt beschwören. So, ist nur besser, um die Leiste zu füllen. So. Walker? Ja, wenn du Bock hast, kannst du einmal angreifen. Ja, am besten wechseln wir eigentlich jeden Charakter rein. Wir bekommen halt alle XPs. Es lohnt sich allemal. So. Der Gegner macht ja richtig üblen Schaden. So, wenn wir jetzt einfach Kraftbrecher usen, dann macht er nicht mehr so viel. Das ist doch schon mal ein Vorteil. So. So, dann kann sich Yuna einfach mal selber kurz mit Vita heilen. Obwohl es besser, wenn ich sie jetzt einfach ausgetauscht hätte. Ja, doch. So, Kimari. Kimari soll auch ein bisschen XP kriegen. So, bam. So, Yuna. Yuna sollte eigentlich lieber den gleichen Weg gehen wie Kimari. Dann bekommt sie ja auch, nach einer Zeit auch eine gewisse Stärke. Das ist gar nicht so schlecht. Habe ich eigentlich nie wirklich so gemacht, dass Yuna so wirklich OP war. Außer beim ersten Spieldurchgang. Wieso mache ich das nicht nochmal einfach? So wie damals, in den guten alten Zeiten. Das wäre doch was. Oder nicht? Feuer! So. Leider nicht vernichtend geschlagen, aber was soll's. So, eine Ability-Sphäre haben wir bekommen. Wow. Gut. Also bevor wir jetzt hier wirklich weitermachen, meine lieben Freunde. Ich glaube, ich gehe ein bisschen hier trainieren. Ich glaube, ich gehe hier auf dem Zwerobridge ein bisschen auf Reisen, sagen wir mal, ein paar Sachen erlernen, oder? Ja. Bis gleich, meine Lieben. Okay, die Session lief jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Das reicht eigentlich uns vollkommen. Oder beziehungsweise die Session war eigentlich sowieso nicht notwendig. Aber wir sind jetzt momentan mit Titus hier runtergewandert zu diesem Punkt hier. Und ja, haben jetzt 26 Angriff. Das ist, ja, schon ziemlich viel. So, Auron ist den gleichen Weg gegangen natürlich. So, hat 24 Angriff. Aber da wartet ja noch so ein Plus 4 auf den. Genauso wie bei Walker. Der steht ja genau um der Ecke. So, Yuna, die ist auch hier Richtung Kimari gegangen. Kimari ist schon hier unten. Kimari darf also gleich auch schon hier nach oben gehen. Hier gibt es auch nochmal Angriffskraft plus 4. So, das ist auch gut, weil Yuna das natürlich auch gleich abkriegt. So, Walker ist, wie gesagt, ja genau bei Auron. Ja, und Lulu. Lulu zieht ihr eigenes Ding so durch. Die ist ja sowieso bald hier bei Feura und dies und das. Gut, ich würde sagen, eigentlich, das reicht fürs Erste. Mehr will ich ja eigentlich gar nicht so machen. Und dann gehen wir aber mal hier hin zu ihr. Ah, a summoner party. You too are a summoner? My name is Belgamine. You are? My name is Yuna. Ah, the high summoner's daughter. I've heard much of you. But you are still fresh on the road, are you not? Yes, I am. I might have a few things to teach you. Hmm? Let us see which are stronger. My aeons or yours? A one-on-one match. Not to the death, of course. What do you say? Na klar, kämpfen. I'll do my best. Good. Before we begin, your aeons have been healed. You can fight with your full strength. Come. Okay, alles klar. Der Kampf beginnt. So. Belgemine beschwört Ifrit direkt zu Kampfbeginn. Und wir werden gleich Falfaris beschwören. So. Jetzt wollen wir doch mal schauen, was wir machen. Wir haben mit Yuna theoretisch die Möglichkeit, Meisterruf zu machen. Ja, weil wir unsere Exerzleiste voll haben. Das ermöglicht uns, eine Bestie zu rufen. Mit voller Ekstaseleiste. Also im Prinzip macht die Ekstase von Yuna nichts anderes als eine Ekstaseleiste der ja, ausgewählten Bestie voll zu machen. Wir machen das nicht. Wir werden einfach so Falfaris rufen. Ich habe ja gesagt, ich werde ja Falfaris Ekstaseleiste einfach mal füllen, aber habe mir einfach nur gedacht, so eigentlich wird das glaube ich nicht nötig sein. Ich glaube im Kampf hier gegen Ifrit werden wir da schon schnell genug wohl pushen können. So. Dann machen wir mal Eis.
So, da ist ja, da reagiert ja Ifrit sehr empfindlich drauf. So, 300 Schaden. So. Dann nochmal Eis. Oh, vielen Dank für diesen tollen Hit. Die Statuswerte einer Bestie erhöhen sich, wenn das Medium stärker wird. Derselbe Ifrit kann also unterschiedliche Statuswerte aufweisen, abhängig von den Fähigkeiten des jeweiligen Mediums. Diese Ifrit verfügt über viel HP und hohe Angriffskraft. Nur durch geschickten Einsatz der Befehle Sanfte Tour und Harte Tour ist es möglich zu gewinnen. Durch die Sanfte Tour füllt sich die Ekstaseleiste nicht mehr, dafür leidet die Bestie weniger Schaden. Durch die Harte Tour muss die Bestie mehr einchecken, doch dafür füllt sich die Ekstaseleiste schneller. Wenn der Gegner zu einem kraftvollen Attacker ansetzt, sollte die sanfte Tour gewählt werden. Dieser Ifrit wiederholt seine Attacken in der Reihenfolge. Angriff Meteorit. Demnach wird er nun mit Meteorit angreifen. Die sanfte Tour sollte jetzt gewählt werden. Ja, kann man machen, wenn man Bock hat. Wir machen aber Eis. So, wir kriegen jetzt nochmal einen Meteoriten reingeballert. So, der tut natürlich ordentlich weh. Ist aber kein Problem. Was wir jetzt machen werden, ist halt nochmal Eis. Ja, unsere Xaseleis ist jetzt gefüllt. So, da wir im kritischen Bereich sind, könnte es natürlich sein, dass Ifrit auch Dings usen wird. Ja, nochmal eine Attacke. So, aber wir werden jetzt aber mal Solaris-Strahl verwenden und gucken, was passiert. Zwar nicht vernichtend, aber wir haben Ifrit geschlagen. Stop. That is enough. Und wenn man ganz der Harte ist, dann könnte man ja versuchen... Na, Doppelmeisterruf, ja. Xaseleiste von Falfaris füllen. Boah. Dann direkt am Anfang Xase usen. Ja, dann zurückrufen und vielleicht nochmal Meisterruf. Ich bin mir gerade nicht sicher, wenn man Meisterruf macht und eine Bestie beschwört, die schon ihre vor der Ekstaseleiste hat, kann man dann einmal Ekstase machen und da bleibt das zweite Mal nochmal die Ekstaseleiste voll? Ich glaube, das ging nicht. Bin mir aber nicht mehr sicher. Scheiße, ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Take this. You've earned it. So, Echoring. You show promise. With more training, you could defeat Sin. Thank you. But I think you might defeat Sin before I am able to. I cannot. Huh? Or should I say, I was not able to. You mean... Farewell, Yuna. We'll meet again. Huh? Am Anfang denkt man sich, ja, what the fuck, was meint sie? Aber eigentlich später ist es obvious, was sie meinte. So, gut, wir haben den Battle überstanden, den super tollen Battle. Wir können einmal mit Tidus angreifen, ja, das ist möglich. Ich habe übrigens die Waffe wieder equipped mit Tidus, mit Giftschlag. Da gehen die Mobs halt schneller kaputt dran, so. Ja, und damit Kimari einmal. Ja, im Prinzip, egal was er als nächstes macht, der wird eigentlich sterben. Diese Bomber, die geben leider so wenig XP, das ist ein kleines Problem. Am Gift ist er verreckt. So wird das gemacht. So, die Truppe ist eigentlich relativ stark so. Tidus kann ich jetzt mal ein bisschen von ausschließen, weil der ist eigentlich schon sehr, sehr stark. Da brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal extra Hilfe hier. Irgendein großer Plan soll bald umgesetzt werden. Ach so, okay. So, das war es natürlich noch nicht mit der Mienstraße. Sie geht hier weiter. Hey, willst du gar nicht mehr mit mir sprechen? Our prayers are with you. Ach, sie betet um unsere Unversehrtheit. What the hell? Uns wird schon nichts passieren. Alles easy. So, hier gibt es dann natürlich neue Random Battles. Was wir machen könnten, ist Blindheap eben auf den Doppelhorn. So. Okay, Mari hat Low HP, macht aber erstmal den Dingo platt. Dann machen wir einmal Kraftbrecher hier auf diesen Doppelhorn. So, und wenn wir jetzt einmal mal gucken, normaler Angriff macht 46 Schaden. Das ist noch weit, weit weg von dem, was wir erreichen wollen, aber naja. Da fällt mir eigentlich gerade auf, hier fliegen ja Bomber rum, wenn ich
Bomber? Vom Bomber könnte ich mit Dragonit, glaube ich, mir einfach explodieren holen, wenn ich gerade so überlege. Stimmt, gut. Ich setze mal kurz hier Walker in den Kampf rein. Dann kann er auch ein bisschen XP kriegen. So, mach den Gegner platt. Mach den platt, habe ich gesagt. Zack. So, ab 500 noch was Schaden. Macht man den auch vernichten platt. Dann gibt es auch mehr XP. So. Das war jetzt gerade also quasi gar nichts, was wir bekommen haben.